Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Pokémon-Freunde da draußen und herzlich willkommen hier wieder zurück zu Let's Play Pokémon Soul Silver. Ich danke wie immer fürs Reinschalten und fürs fleißige Bewerten der letzten Folge. Das freut mich immer sehr und hilft mir natürlich auch sehr. Machen wir jetzt weiter? Wir haben in der letzten Folge die Pokémon Arena, die Käfer Arena gemeistert und ja, geschafft. Und auf Arbeit hat mich mein lieber Arbeitskollege, der liebe Toni, Grüße gehen raus, ein wenig gespoilert und mir mitgeteilt, ich spiele das Spiel gerade privat, hat er gemeint, und sag mal, warum ist denn der Rivale so krass stark nach der zweiten Arena? Und ich dachte mir, hä, was denn für ein Rivalenkampf und hä, so weit bin ich noch nicht. Ja, und er hat mir mitgeteilt, dass der liebe Kollege wohl, wenn ich auf der Höhe des Schildes bin, dort, ja, links jetzt, wo der liebe Boris kommt und gegen uns fightet und der wohl auch schon die Weiterentwicklung von Endivia hat, sprich Lorblatt, und die wohl aktuell unser komplettes Team plätten würde. Also wir hätten keine Chance, weil wir haben gegen Pflanze nichts, wirklich nichts Effektives im Team. Denn wir haben ja nur unsere Anna auf Level 18, unseren Justin auf Level 17 und unseren Tom auf Level 17. Das heißt, wir haben auch noch keine, also wir haben wirklich nichts Effektives gegen sein Lorblatt. So, da stellte sich natürlich mir die Frage, was tun? Denn ich könnte jetzt auch meine kompletten Pokémon versuchen hochzuleveln und hier wirklich mit Level 20 etc. reinzugehen in den Kampf oder noch höher. Oder aber ich fange ein Pokémon, was zumindest gegen Pflanze was ausrichten kann. Und da fiel meine Entscheidung so auf zwei Pokémon. Zum einen können wir uns ein Huthut fangen, was ja alle so verabscheut haben in den Kommentaren. Fang bitte nicht Huthut und Huthut ist so schlecht und ja, was ich ganz cool finde, Huthut, weil es zu einem stolzen Noctu wird, wie ich finde. Und ich mag Noctu, also ich finde optisch ist Noctu eine coole Socke. Oder aber wir fangen ein Pokémon, was sich weitaus besser trainieren lässt. Denn man muss mal sagen, Huthut entwickelt sich zwar Level 20 zu Noctu, erlernt aber erst Level 27 oder 29 eine starke Flugattacke. Hat vorher sonst nur Schnabel, was auch gegen ein Lorblatt nicht ganz so viel bringt. Man könnte sich tatsächlich als zweite Variante ein Zubat fangen. Und Zubat wäre ja eines der Pokémon, die hier in Pokémon Soul Silver eine neue Entwicklung bekommen haben, nämlich nach Golbat noch Xbat. Und deshalb darf ich es nach Regel Nummer 4, die ich mir intern im Laufe des Let's Plays gegeben habe, durfte ich es fangen. Übrigens, für alle Leute, die nicht bislang das mit den Regeln mitbekommen haben, bitte den ersten Part nochmal schauen, da wird alles nochmal erklärt. Ansonsten, ganz kurz und bündig, wir dürfen nur 15 Pokémon im Spiel fangen. Jedes Pokémon muss einen Spitznamen bekommen, besiegte Pokémon dürfen nicht mehr eingesetzt werden. Und wir dürfen nur Pokémon fangen, die hier in dieser Generation oder in Soul Silver neu dazugekommen sind, beziehungsweise die hier in dem Game oder in der Generation eine neue Entwicklung erhalten haben. Dann dürfen wir die Vorgänger auch noch fangen. So, genau. Und ich dachte mir, okay, wir brauchen was Effektives gegen Lorblatt. Also machen wir uns doch hier einfach mal in diese schöne Höhle, wo wir damals die Fleckmons gerettet haben. Denn hier tauchen normalerweise würde Pokémon auf. Moment mal. Ah, da ist es. Da ist auch schon dasjenige Pokémon, welches ich gerne fangen möchte. Wir holen uns tatsächlich einen Zubat ins Team. Denn Zubat ist Giftflug, was beides sehr effektiv gegen Lorblatt treffen kann. Und noch dazu lernt es schon auf Level 18, glaube ich, Luftschnitt. Also eine sehr, sehr gute Flugattacke. Und auch Level 25 oder so eine gute Giftattacke. Also das ist vom Faktischen her deutlich besser als ein Huthut. Auch wenn ich Huthut gerne im Team hätte. Aber ich brauche halt aktuell ein Pokémon, womit ich Lorblatt definitiv auch besiegen kann. Man hätte natürlich auch die Möglichkeit, den Justin weiterzuentwickeln, weil aus Justin wird ja dann ein Togekiss. Und das ist, glaube ich, vom Typ Normalflug.
könnte also dann auch Flug. Also Zubat ist tatsächlich so ein Pokémon, das hole ich jetzt ins Team. Ich spreche schon wieder seit 5 Minuten und es ist nichts passiert in der Folge. Es tut mir leid. Ich fange jetzt Zubat. Wir fangen jetzt und... Nein! Ich Idiot. Suche mal ein neues Zubat. Bis gleich. So, das neue Zubat ist gefunden. Wir versuchen es jetzt direkt mal zu fangen. Was ich auch noch sagen kann, wir haben uns bei unserem unserem Ballentwickler, habe ich mir schon die 3 Beeren quasi in Form von Bällen wiedergeholt. Das sind sogenannte Mondbälle, die wohl Pokémon gut einfangen, die man mit einem Mondstein weiterentwickeln kann. Also, ja, nicht weiter von Bedeutung. Ich würde sagen, wir versuchen Zubat jetzt einfach mal zu fangen, ohne zu schwächen und versuchen einfach mal unser Glück. Hat super funktioniert. Okay, wir machen es anders. Es kann schon Blutsauger, das ist eine Giftattacke immerhin. Wir machen es anders. Wir setzen mal Genor ein. Dann sollte es in der nächsten Runde einschlafen und für uns wahrscheinlich einfacher werden zu fangen. Ich werde hier mal noch Charm einsetzen. Dann verliebt sich's noch in uns. Beziehungsweise der Angriff sinkt sehr, sehr stark. Okay, jetzt müsste es einschlafen. Sehr, sehr gut. Und jetzt können wir es uns auch fangen. Beute. Ich probiere es einfach nochmal mit einem Pokéball. Los geht's. Komm schon, Zubat. Wir wollen dich in unserem Team aufnehmen. Wir brauchen dich. Sehr gut. Okay, Zubat wurde gefangen. Unser 3. Pokémon, welches wir durch Fang erhalten haben, ist damit im Team. Kaunimani zählt nicht. Kaunimani ist das Anfangs-Pokémon. Das zählt nicht rein. Das kriegen wir sozusagen geschenkt. Weswegen wir aktuell 3 gefangene Pokémon haben. Und demnach noch 12 fangen dürfen. Ja, Zubat ist vom Typ Giftflug. Und Zubat wird unser Team bereichern. Natürlich müssen wir Zubat auch wieder einen Spitznamen geben. Ich hatte überlegt, dass Zubat vielleicht die liebe Katja wird. Aber die liebe Katja hat mir immer noch nicht in den Kommentar übrigens geschrieben, was ich eigentlich gesagt hatte. Die liebe Katja wollte eigentlich Togepi werden, was ja leider Gottes Justin geworden ist. Das habe ich aber auch erst erfahren, dass sie Togepi werden möchte, nachdem ich die Folge schon aufgenommen hatte. Das ist leider so das Problem, wenn man ein bisschen vorproduziert. Weswegen jetzt Zubat tatsächlich Claudi wird. Claudi wird jetzt unser Zubat. Und wird damit unser Team bereichern. Hoffentlich. Okay. Die liebe Claudi ist im Team. Die liebe Claudi ist nun dabei. Und wir haben unser 4. Teammitglied. Sprich, wir haben jetzt Zubat. Jetzt kommt es hier noch als Männchen. Okay. Ist nicht so schlimm. Ja. Gut. Wir haben Zubat. Und Zubat werden wir jetzt natürlich etwas trainieren. Des Weiteren habe ich euch gefragt, was ich mit diesen Alpruinen und den Icognitos machen soll. Da habt ihr gesagt, okay, fang einfach die Pokémon, die für die Rätsel benötigt werden, und dann setzt du halt einfach keins davon ein, sodass es für unsere Regel... Also ich möchte das halt einfach, das mit den Icognitos und den Alpruinen möchte ich schon gerne machen, um einfach fürs Let's Play zu zeigen, was passiert denn dort. Möchte aber das Inkognito, was ich da fange, nicht unbedingt fürs Let's Play benutzen als Pokémon, weswegen ich es dann auch nicht als gefangenes Pokémon anerkenne. Das so für die Regel, das wird wirklich nur gefangen, um es dann, mit den Rätseln quasi voranzutreiben. Gut, Leute, ich würde sagen, ich trainiere offscreen ein wenig Zubat. Ich habe jetzt 10 Minuten gequatscht, um einfach uns mal wieder auf den neuesten Stand zu bringen. Ich trainiere Zubat und danach kämpfen wir noch in dieser Folge gegen den Rivalen, damit hier überhaupt was passiert ist. Also, bis gleich. So, Freunde, da sind wir zurück. Ich bin hier gerade schön beim Regenwetter unterwegs und trainiere meine Pokémon und wollte mit euch gemeinsam, denn ich habe die Claudi auf Level 20 trainiert. Die Claudi kann jetzt auch wirklich ganz gute, ordentliche Attacken. Nämlich Flügelschlag, Superschall, Erstauner und Biss. Und mit Flügelschlag und Biss haben wir da, glaube ich, 2 ziemlich coole Attacken, wie ich finde. Also das ist schon mal ganz cool. Ansonsten
habe ich den Justin auf 18 trainiert, die Anne ist auf 19 und den Tom bin ich gerade am auf Level 18 trainieren. Und da fiel mir ein, Mensch, es kann sein, dass der Tom ja seine Entwicklungsstufe erhält, seine nächste, wenn es Level 18 wird. Weswegen ich da mal lieber die Aufnahme wieder angeschalten habe und mit euch gemeinsam jetzt hoffe, dass ich Justin, dass ich Tom jetzt hier noch entwickelt kriege. Hopsprosch. Mensch, das habe ich auch noch nicht gesehen. Okay, letzte Aquaknarre. Es könnte sein, dass jetzt gleich die Entwicklung von Tom stattfindet. Was ich ganz cool finden würde. Oh, Hopsprosch kann Level 6 Synthese. Das ist ja nice. Okay, dann nehmen wir mal eine Bissattacke. Die reicht aus, alles klar. So, und damit müsste Tom auf Level 18 steigen, jawohl. Und sollte sich demnach jetzt, glaube ich, auch weiterentwickeln. Jawohl, es tut es. Hey, Tom entwickelt sich. Hui. Glückwunsch, dein Tom wurde zu einem Tyrakrok. Nice. Sehr, sehr cool. Gut, dann haben wir jetzt auch einen Tyrakrok. Nice, und dann können wir uns jetzt eigentlich, hoffentlich, zumindest versuche ich es, unserem Rivalen widmen, hätte ich gesagt. Alle Pokémon nochmal heilen. Das Game nochmal absichern. Und dann geht's weiter, und zwar gegen unseren Rivalen. So, wir wollen... Ist jetzt die Frage, mit welchem Pokémon wir starten, denn ich weiß nicht, ob er mit Lorblatt beginnt. Ich glaub's fast nicht. Weswegen ich einfach mal mit Tyrakrok mit Tom starten würde, oder? Ich kaufe mal noch ein paar Tränke, fällt mir gerade auf. Ich habe nämlich nur noch... Hallo? Ich habe nämlich nur noch... 2. Oh, toll. Grafikbug. Schön. So. Tränke. Ah nein, hier kann ich schon mal keine Tränke kaufen bei dir. Aber hier in der Edition, in der Generation, da gibt es auch so viele Bälle. Das fand ich damals eigentlich ein bisschen nervig. Ich kann schon Supertränke kaufen, fällt mir gerade mal auf. Oder nehme ich mal 5 Super- oder 3 Supertränke mit 2 Hammer, ja. Dankeschön. Gut. So. Mehr brauchen wir erstmal nicht. Jetzt wollen wir gegen unseren Rivalen kämpfen. Gegen den Boris. Und ich bin gespannt, mit welchem Pokémon er startet. Ich glaube, ich fange mit der Anne an. Die sollte gegen alles am besten gewappnet sein. Los geht's. Sag mal, stimmt es eigentlich, dass Team Rocket jetzt wieder da ist? Was? Du hast diese Bande eigenhändig aufgehalten, sagst du? Erzähl mir keine Märchen. Wenn das wirklich stimmt, dann kannst du mir ja bestimmt auch eine Kostprobe deiner Fähigkeiten geben. Oha, das wird jetzt, glaube ich, schwierig. Boris, der will kämpfen. Und er schickt als erstes Nebulak in den Kampf. Ui. Nebulak. Okay, dann hau ich einen Donnerschock raus. Oh, Fluch. Zieht sich selbst die Hälfte seiner KP und legt aber einen Fluch auf Anne. Aber ich glaube, jo, das sollte schon ausreichen. Okay, Nebula kann man hinbekommen. Was kommt als nächstes? Ah, der Fluch, der drückt jetzt natürlich. Anne wurde durch Fluch verletzt. Als nächstes kommt Zubat. Wir bleiben also drin mit der guten Anne. Und drücken auch jetzt hier wieder auf einen Donnerschock. Okay, das reicht auch aus. Also die beiden Pokémon sind erstmal kein Problem. Erstmal gar kein Problem. Ah, der Fluch drückt natürlich weiter. Jetzt kommt Lorblatt. Und Lorblatt, da wechseln wir rein die Claudie. Weil Lorblatt, glaube ich, könnte schon ziemlich stark sein. Ich denke Level 17 mindestens. Level 18 sogar. Muss ja Level 18 sein, sonst ist es kein Lorblatt. Sieh mal einer an.
Ich konnte es leider nicht lesen. Ich gehe auf einen Flügelschlag. Ich hoffe, wir sind schneller. Der Flügelschlag trifft sehr effektiv. Das ist sehr, sehr gut. Oh, Reflektor ist natürlich eine starke Attacke, denn die erhöht die Verteidigung. Moment mal, ich soll gegen jemanden wie dich verloren haben? Im Ernst? Hallo, du bist auch gerade am Verlieren, Alter. Ja, jetzt wird die Verteidigung natürlich mega erhöht. Es kommt eine Rasierblatt-Attacke, die sollte nicht so sehr effektiv sein. Aber Lorblatt hat, glaube ich, auch... Oh, nee, okay. Da haben wir ja gar kein Problem. Noch ein Flügelschlag und das war's. Okay, aber ohne Claudi wäre das hier, wäre bei Lorblatt Schluss gewesen. Das sage ich euch so, wie es ist. Ich hätte selbst mit Anne hätte ich gar keine Chance gehabt. Mit Tyrakrok, mit Tom erst recht nicht. Da wäre ein Rasierblatt gekommen, dann wäre es das gewesen. Glaube mir, du konntest nur gewinnen. Ja, ich kann es nicht so schnell lesen. Entschuldige bitte, ich wollte gerade eine Auswertung machen. Hallo? Ich kann Schwächlinge einfach nicht ausstehen. Das gilt nicht nur für Pokémon, sondern auch für ihre Trainer. Hier verunstalten wir eindeutig zu viele Schwächlinge die Gegend. Team Rocket ist genauso schlimm. Nicht einer von dieser Bande hat was auf dem Kasten. Die Leute von Team Rocket halten sich bloß für die Größten, weil die Zahl ihrer Mitglieder so hoch ist. Aber mir machen sie nichts vor. Ich werde jedem, der sich mir in den Weg stellt, eine Lektion erteilen. Genau wie dir. Annette ruft an. Annette ruft an. Guten Tag, Annette am Apparat. Hallo Tanja, wie geht es dir? Hä? Hier ist Annette. Ich hatte gerade Langeweile und dachte ich, hoch, du bist nicht Tanja. Da habe ich mich verwehrt, sorry. Ich wollte schon sagen, was ist denn mit der falsch, ey? Ich will nicht überhaupt nicht mit der telefonieren. Spinnt die oder was? Gut, was ist denn jetzt der Plan? Wo müssen wir denn jetzt hin? Das ist jetzt eine gute Frage, ja? Wo müssen wir jetzt hin? Wir können ja eigentlich jetzt, ich nehme an, hier im Wald nur weiter, oder? Steineichenwald. Passiert jetzt hier irgendwas im Wald? Muss ich hier in diesem Wald jetzt irgendwas machen? Also, dass hier Hornlios kommen. Oh, ich sollte mein Pokémon mal übrigens heilen. Das sollten wir übrigens mal tun. Und ich würde sagen, wir haben gegen unseren Rivalen gekämpft. War jetzt nicht sehr spannend, weil wir durch Claudi tatsächlich da jetzt eine richtig gute Alternative hatten. Musste aber auch sein, weil sonst wäre das Let's Play wahrscheinlich vorbei gewesen, weil uns hätte kein anderes Pokémon retten können. Vom Level her war es okay. Ich war jetzt 2 Level über Lorblatt, aber das ist, glaube ich, voll in Ordnung. Aber wenn ich nicht gespoilert geworden wäre von Toni, dann wäre das hier wahrscheinlich das Ende des Projekts gewesen. Also bedankt euch bei Toni, schreibt mal rein. Danke, Toni. Ansonsten, Tom, ich hätte wahrscheinlich nicht mal trainiert, bevor wir überhaupt weitergegangen wären und gegen Boris gekämpft hätten. Hätte ich wahrscheinlich nicht mal trainiert, sodass Tom auf Level 17 gewesen wäre, Justin auf Level 17 und die Anne auf 18 und dann hätte ich gar keine Chance gehabt. Weil da wäre es schon echt schwierig geworden. Ich frage mich auch, wo er Nebulak her hat, um ehrlich zu sein. Aber okay. Gut, Leute, ich würde sagen, das reicht wieder für diese Folge. Ich danke fürs Reinsehen, ich danke fürs Mitmachen, ich danke fürs fleißige Kommentare schreiben. Das solltet ihr bitte nicht vergessen. Auch in dieser Folge bitte wieder richtig reinhämmern in die Finger und die Kommentare nicht vergessen. Ansonsten wie immer den Daumen in der nördlichsten Richtung da lassen. Das freut mich immer sehr und hilft mir sehr. Und falls ihr es noch nicht getan habt, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Ansonsten für noch mehr Stuff von mir könnt ihr gerne mal auf meinem Instagram-Channel vorbeischauen. Der ist wie immer unten verlinkt. Und ja, wir sehen uns ja beim nächsten Mal wieder. Bleibt schön gesund und bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao, ciao.